Also, was dort stattfindet, ist ja schon einigermaßen interessant. Nun höre ich sogar, dass Herr Seehofer einen eigenen Wahlkampf führen will. Habe aus Bayern vernommen, dass jetzt die angebliche Klage gegen die Bundesregierung, in der die CSU ja vertreten ist, nun doch nicht stattfinden soll. Also, meine Damen und Herren, das alles ist aus meiner Sicht schon mehr als albern, aber es ist letztlich hochpolitisch. Weil diese Auseinandersetzungen führen dazu, dass die AfD gestärkt wird. Es ist unhaltbar, was Bayern hier für Töne anschlägt. Es ist auch unhaltbar, wie hier populistisch agiert wird. Wenn, dann soll er doch konsequent sein, Herr Seehofer. Dann soll er konsequent sein und nicht die 12. Drohung ausstoßen, die am Ende des Tages eh wieder nicht realisiert wird. Ich finde, dass da endlich mal Schluss sein muss und dass hier dann auch die Bundeskanzlerin, entweder dann soll sie doch wegen meiner auch die CSU aus der Regierung rausschmeißen, aber dieses Hin und Her führt letztlich dazu, dass sich Leute die Hände reiben, die hoffentlich die Union auch nicht will.